20. It's a very large engine. And here she goes. Der auch volumenmäßig sehr große Frachtraum erlaubt auch den Transport großer und sperriger Güter, die nicht unbedingt 120 Tonnen schwer sind. Zum Beispiel wird auch eingesetzt zum Transport der Triebwerke des Airbus. Ich sag mal, den Triebwerksdurchmesser des Eingangsteiles 3,95 Meter. Das ist mehr als der Hochdurchmesser mancher Flugzeuge oder der meisten Flugzeuge, kann man sogar sagen. Particular aircraft owned and operated by Volker Knieper, giving us a view of something of a performance takeoff there. Something like a big platform that's slow.